wieder durchs Spinnengebiet. Jupp. Oh Gott. Jetzt habe ich mich tatsächlich vom Furzen erschreckt. Einfach weil ich weiß, dass es hier Spinnen gibt. Mich jetzt schon ekel. Furzen spinnen. Ja. Ist da jemand? Irgendjemand? Ja, hier ist jemand. Wieso? Kendrick! Kendrick! Bist du da? Das ist nicht so laut. Götter, hast du mich erschreckt? Nicht so laut, habe ich gesagt. Wie war's in der Küche? Der Nebel ist übernatürlich. Darin kann sich alles verstecken. Neblinge oder Nymphen. Deren Aufmerksamkeit willst du nicht, glaub mir. Neblinge? Heilige Mutter Melitene, was mache ich hier bloß? Sind das okay? Ja. Baby Yoda, Baby, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby, Baby Yoda. Periode, 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 Periode. Kendrick, wer ist denn das? Wir sind Partner. Wir steigen in verlassene Häuser ein. Irgendwas finden wir immer. Mhm. Diebe also. Diebe bestehlen die Lebenden. Wenn man's den Toten nimmt, wen schätzt? Wegen der Kanalpunkte kannst du trotzdem einmal reingucken. Die Tür öffnen. Ich hab Wache gestanden. Das ein, das von Daddy war ja jetzt der normale Alert. Und dann kannst du ja nochmal gucken, ob das über die Punkte geht. Also eins hatte Bursches vorhin sogar schon gespielt. Was man sich damit Punkten kaufen konnte. Ich glaub, Game of Thrones war das. Was er sich geholt hatte mit den Punkten. Nein. Puh, da fällt mir aber ein Stein von. Ich sehe nach, was das war und wo dein Partner ist. Du... Ich warte hier bestimmt nicht. Bin weg. Ich muss jetzt 2 Minuten circa warten. Schickes ja. Anwesen, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das auch für die... Im Nebel eine Rose finden. Für Fettetal. Ja. Ihr müsst eure Punkte mal loswerden. Frischer Dumm. Siehst du, sollte manche Sachen teurer machen und mal neue Sachen hinzufügen. Ja. Seid froh, dass ich kein Echtgeld verlange für die meisten Alerts. Seid froh, dass das größtenteils alles kostenlos ist. Wirklich. Außerdem ist ja niemand dazu genötigt, recht abgenutzt, die Punkte auszugeben. Ich frage mich von wem. Was tust du drin? Ja, sorry. Das Wasser ist eisig, wie ein Bergfluss. Ja, ich trinke gerne. Weißt du doch. Ich kriege keine Liegestützen hin, tatsächlich. Ich bin, glaube ich, entweder zu ungelenkig oder einfach zu schwer für mein eigenes Gewicht. Trinken 10 Punkte dazu, dann ist so ein Schlauch am Hals. Ich schaffe nicht mal eine. Ich kriege vieles hin, aber das kriege ich nicht hin. Das Holz ist komplett verrottet. Keine lila Rose.
Sit-ups kriege ich hin. Was denn aber schon? Na gut, und die Kniebeugen kriege ich hin. Jemand kümmert sich um die Beete. Lila Rosen sehe ich aber keine. Nur ein Sauerstoffgerät. Ja, stimmt. Was ist hier auf der Seite? Schwarze Katze. Mit wirklich seltsamen Augen? Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Zisch ab, Mieze. Was ist das? Gräbt da jemand? Schwarzer Hund? Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Ein Dietrich muss dem anderen Dieb gehört haben. Irgendwie ist gerade so ein bisschen wie bei Resident Evil 8. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Bin ich jetzt doch bei Resident Evil gelandet? Und nicht bei Witcher? Der andere Dieb, verstümmelt. Ihr Fuß ist eine. Ihr es, sein Fuß ist eine. Oh, oh. Ach komm! Verdammt. Ey, wir sind doch hier bei Resi gelandet. Al. Oh. Hässlicher Bastard. Was bist du, Alter? Was? Was bist du? Resident Witcher, ja. Aber wirklich, Alter, was ist das? Ja, unter was geht das Viech? Ein Geister, Nekrophagen? Ja, was ist es? Ist es eine Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist der Tod. Au! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Scheiße. Nein, Entschuldigung. Ich beleidige nie wieder deine Mutter. Oh Gott. Nein! Nein, 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 nein! Na, 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 Geralt! Nein! Was bist du? Na! Autsch! Ja, halt mich auch noch! Ja, toll. Sprich ihm gut zu. Ach komm. Der ernsthafte Vorschläge. Was kommt denn da jetzt? Alter! Autsch! Nein, 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 nein! Genau, tötet dein eigenes Leutchen!
ist eine Olive. Was ist mit dem? Alter! Nimm, trink was, Alter! Alter, na. Ja, es. Au! Nein, 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 nein! Oh. Hörst du auf, dich selbst zu heilen? Du blöder Fatzke. Ja, hau deine eigenen Leute kaputt. Mach. Stirb. Ich wollte gerade sagen, stirbst du auch mal oder tust du nur so? Alter, wie lange braucht der, bis der endlich tot umfällt? Was zum Teufel war das? Nicht mehr Gerald, du weißt, was das war. Kein Gesicht, deformierte Organe. Wie kann das Ding lebendig gewesen sein? Ich glaube nicht, sein? Dass das Ding lebendig war. Oh, hi Katze. Du bist bestimmt etwas anderes. Genauso wie der Hund etwas anderes ist. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich spreche eine Katze. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Die Katze will ich haben, sie kann reden. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. Jerry. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Ja, das hat man gesehen. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Trick und wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Ja. Später. Okay, warte mal. Bin ich mehr gespannt, was du mir da reingeschickt hast. Ja, toll. Reliktöl. Sowas besitze ich nicht, oder? Boss, ja. Seltsames Wesen. Ein wirklich seltsames Wesen. Mir ist auch eine Daddel, ich weiß ja nicht, was du mit einer Katze tun möchtest, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Du machst mir gerade so ein bisschen Angst. Ich würde da mal sagen, ich bringe eure Katzen in Sicherheit. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich will diese Katze haben. Um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür. Ich muss mich wohl selber vorstellen. Wie soll ich euch anreden? Wie rennst du? Die Nachbarn halten den lieber für uns. Ich glaube nicht, dass sie sich halten lässt. Bist du sicher? Ihr seid Kugel, euch mag ich. Kehr um.
Was? Nee, ich will nicht umkehren. Es hat Ewigkeiten gedauert, hierher zu kommen. Du solltest mal wieder aufräumen, Madame. Ist hier nicht gerade ordentlich drin. Ich meine, ich bin auch nicht gerade der ordentlichste Mensch, aber... Wenn es bei mir so aussehen würde, dann hätte ich da schon ein arges Problem. Und ich glaube, Frisch ist auch. Was zur Hölle? Dann habe ich aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, dass das ja Resident Evil ist und nicht Witcher. Ich sag ja Resident Evil. Ich muss vorsichtig sein. Ja, das ist Resident Evil 9. Du musst einfach nur auf die Catpaws gehen, also auf die normalen Kanalpunkte und irgendwo, bei mir sind sie relativ weit unten, da müsste ein Sound Alert stehen mit einmal 1000 und einmal 2000. Ja, nee, das war doch das, was ich dir erklärt hatte vorhin. Dass das jetzt bei, also dass die zwei, die man für Kanalpunkte kaufen kann, auch bei den Kanalpunkten sind. Das andere sind ja normale Alerts, die man mit Bits kaufen kann oder halt auch ohne Bits, weil das mache ich ja nicht, ne? Toss some bits at your screamer, your wallets are plenty. Wenn plötzlich weiblich ist, ist sie Single. Daddle, was möchtest du mit den Tieren machen? Also... ich frage einfach nur so aus reiner Vorsicht. Weil mir das Wohl der Tiere am Herzen liegt. Also soweit ich weiß, hat plötzlich kein... Partner, aber er fragt für einen Freund. Ja, wie immer. Wer ist da? Nein, wer hat sie denn hier erschreckt? Scheiße. Ey. Boah. Ja, das mache ich vielleicht später. Oh Gott. Scheiße. Der Clip geht ja nicht verloren. Scheiße, ey. Ich hab's nicht vergessen. Ich glaube, wir spielen niemals Resident Evil. Niemals. Gott, bin ich schreckhaft. Und du willst Resi 8 spielen. Tatsächlich, das, was ich bisher von Resi 8 gesehen habe, ich habe ja gestern Stream gesehen, das war gar nicht gruselig, oder da war bisher nichts, wo man sich erschrecken konnte. Da war nichts. Da war alles gut. Ich war drauf gefasst. Da habe ich mich diesmal nicht erschreckt. Brandschaden. Interessant. Doch. Ich habe mich nämlich ausnahmsweise mal nicht erschreckt.
Gott sei Dank. Wo muss ich überhaupt hin? Bin ich hier richtig? Ich glaube, hier soll man nicht hin. Ich... Oh, warte, da ist noch eine Tür. Okay, nee. Ist hier noch etwas, von dem ich nicht weiß, was hier ist? Ah! Warte mal. Papiere. Geister. Ich hab's einfach nicht im Griff. Nee, das merkt man. Aua. Warum heilen sich alle Bosse? Oh, du gehst wenigstens. Oh, warte. Ich mag den Emote. Freu dich auf die nächste. Sobald ich... den nächsten... Warte, wie viele Punkte brauche ich? 12 Punkte fehlen noch. Dann kann ich den nächsten Emote machen. Ja, mach das. Was zum Teufel war das? Was ist das hier für ein Irrenhaus, ey? Schlafgemach. Hier sollte Iris sein. Ja, da liegt sie. Willkommen zurück, Daddel. Und nee, besonders viel hast du tatsächlich diesmal nicht verpasst. Das muss sie sein. Mist. Die sieht ein bisschen vertrocknet aus. Du wolltest sie sehen. Da ist sie. Man sollte seine Wünsche vorsichtig formulieren. Das hilft gegen Enttäuschungen. Soll das ein Witz sein? Warum habt ihr nicht gesagt, dass sie tot ist? Du hast nicht gefragt. Und wieso ist sie nicht begraben? Wir können das nicht. Und dem Pedell, den du besiegt hast, hat sie zu Lebzeiten befohlen, sich für immer von ihr fernzuhalten. Wie ist sie gestorben? Wunden oder Kampfspuren sehe ich keine. Ihr Herz ist gebrochen. Das heißt, Herzinfarkt? Nein, es ist einfach geplatzt. What? Zu glauben. Und doch genau das, was geschehen ist. Eines Tages schloss Iris die Vordertür ab, legte sich hier hin und starb an Trauer und Einsamkeit. Nein, gebrochen im Herzen kann man nicht sterben. Aber eigentlich nicht so. Es sei denn, man bewegt sich nicht, isst nichts mehr, trinkt nichts mehr. Dann ja.
Je mehr ich erfahre, desto stärker wundert mich, dass ihr mir helft. Wir wurden herbeigerufen, um Iris von Everreck zu dienen. Unsere Herrin ist tot, aber das entlässt uns nicht aus dem Dienst. Versteht, dann dient mir! Ihr wollt diesen Ort und diese Leichen verlassen. Überrascht? Nein, überhaupt nicht. Ihr Geist ist rastlos und zornig. Greift Eindringlinge an. Warum? Herrin von Everreck hat viel erduldet. Sie ist Gäste nicht gewöhnt und mag keine seltsamen Leute. Sie kann uns nicht hören. Ich muss wohl mit Iris Geist sprechen. Das wird nicht einfach. Unsere Herrin ist von Zorn und Bitterkeit erfüllt. Ich habe meine Methoden. Ich muss sie begraben. Aber der makabre kleine Friedhof des Bedells taugt nicht. Zu viel Blut, zu viel Angst. Sie war viel im Garten vor dem Haus. Dann vielleicht dort. Halt! Nimm den Schlüssel. Er passt zur Vordertür. Gutes Hundchen. Gutes Hundchen. Feines Hundchen. Braves Hundchen. Ihr seid toll, ich will euch haben. Willkommen zur Kaya. Sie hat gerne hier gesessen, aber als Grab taugt der Platz nicht. Zu nah am Haus. Ich suche weiter. Iris von Everreck liebte Blumen. Sie würde sie nicht mal umknicken. Na gut. Ich hebe das Grab woanders aus. Dann wo hier? Der Ort scheint zu passen. Ja, sie hat gerne gemalt. Hatte Iris von Everreck letzte Wünsche? Vielleicht, wie sie bestattet werden wollte? Sie hat den Tod gefürchtet. Dass niemand zu ihrem Begräbnis kommt oder ein Abschiedswort sagt. Dann werde ich das wohl machen. Ja. Ich kannte Iris von Everreck nicht. Daher kann ich nicht viel über sie sagen. Das Schicksal wollte, dass sie ein Fremder zur letzten Ruhe bettet. Manchmal verwirrt das Schicksal unsere Wege und das Leben wird schwer zu ertragen. Doch im Tode verdient jeder Ruhe und Frieden. Dein Name steht in diesem Skizzenbuch. Vielleicht möchtest du es mit ins Grab nehmen. Ihr beiden, habt ihr letzte Worte für eure Herrin? Wir beteiligen uns nicht an menschlichen Ritualen. Wir vertrauen darauf, dass du den Gebräuchen Genüge getan hast. Die Überreste sind für diese Katze haben. Zeit, sie zu rufen. Geplagter Geist, ich habe deine Gebeine beerdigt. Lass ab von deinem Zorn und Kummer. Zeige dich. Ich will immer noch die Katze haben. Verzeih, dass ich dich aus deinen Gefilden rufe. Ich muss dich fragen... Ihr antwortet nicht. Oder? Och, das ist wieder so ein Geist, der einfach nur Dinge zeigt. Ach, komm. Ich will immer noch nicht, dass das ein Haustier ist. Doch, doch. Das hat ein Haustier zu sein.
So gut wie bei mir würde es hier nirgendwo gehen. Ich hasse Geister, die nichts sagen. Das ist unheimlich. Ich habe es bei Mickey Mouse früher schon gehasst. Bei der Weihnachtsgeschichte. Ich soll dir folgen. Also schön. Nein, folg doch keinen Geistern in irgendwelchen Bildern. Ach Gott, Geralt. Lernst du denn nie dazu? Geh nicht ins Bild. Wo bin ich hier? Im Bild. Ja klar, die folgen auch. In der gemalten Welt. Der Arbeit von Iris von Everick. Wie seid ihr zwei hergekommen? Es gibt uns in beiden Welten. Ja, natürlich. Seltsamer Ort. Geboren aus den Träumen von Iris von Everick. Als sie noch lebte, existierte die Welt nur in ihrer Vorstellung. Danach gewann sie Substanz. Fantastische Geschichte. Schwer zu glauben. Das solltest du aber. Und gib gut Acht. Die gemalte Welt ist voller Gefahren. Nichts mit Haustier. Ja, aber natürlich, sie waren doch die Haustiere quasi von der komischen Iris da. Deren Beschützer und Begleiter. Siehst du, das sind eigentlich Haustiere. Wenn Haustiere sterben, dann bleiben sie ja trotzdem bei einem. Das sind halt besondere Haustiere. So. Also gut, es ist wirklich hübsch hier, aber wo ist Iris? Du hast sie nur für natürlich habe ich gewonnen. Erweckt. Wenn du mit ihr sprechen willst, musst du sie ganz aus dem Schlummer reißen. Ja, aber wie? Du bist doch Spurenleser. Draußen hast du Spuren untersucht. Ja, und? Diese Welt besteht aus verschwommenen und verblassten Erinnerungen, die unsere Herrin vergessen möchte, aber nicht kann. Du musst sie finden und wiederherstellen. Rufe die Ängste herbei, die Iris plagen, und zerstöre sie. Klingt einfach. Sagte er. Das wird mir einfach, das wird gar nicht. Oh! Gemalte Spinnen! Oh Gott! Da! Da, das sind die Viecher, die da, die in dem Grab waren. Dem Ding, wo wir reingefallen sind. Die haben hier nur ein bisschen weniger Beine. Oh Gott, seid ihr eklig! Seid ihr scheiße! Ihr seid eklig und scheiße! Und, Hört auf, mir zu knabbern. Hört auf. Olgierd und seine Frau in der Bewegung eingefroren. Eine ihrer Erinnerungen. Verschwommen und unvollständig. Stell sie wieder her. Kaputte Dekoration für einen besonderen Anlass. Weinglas. Sieht wie das von Olgierd aus. Ein Brautschleier? Das stimmt wohl nicht. Also, warte mal. Passt perfekt. So. Auf deine Gesundheit. Liebe Frau. Und auf deine, lieber Mann. In meinem Land beglückwünscht man Jungvermählte mit Brot und Salz. Aber fürs Erste sind wir allein. Ich brauche nur dich. Ja, den habe ich gerade gesagt.
Das war so im Affekt. Komm herein und schau dir unser Heim an. Das meine ich, dass ich dir gesagt habe. Ich weiß, es klingt albern. Den Satz kannst du mit Scheiß und Ekel drauf vor. Das steht schon so lange leer und ich... Du fürchtest dich vor Spinnen, ich weiß. Ha, es waren auf jeden Fall Spinnen. Ich bin aufgekehrt und in den Garten geworfen. Bah, ich hab die... Du hast an alles gedacht. Weißt du, die hat Angst vor Spinnen? Ich muss die Spinnen erledigen! Das Medaillon vibriert. Eine Erscheinung? Es krabbelt überall. Ein Albtraum. Kristallisierte Angst, der du dich stellen musst. Ja. Oh Gott. Ich hoffe, es gibt im Fallout keine Spinnen. Ich bin völlig fertig. Noch ein Traum aus der Vergangenheit. Sicher auch unvollständig. Und nur Castell anders als das Bild. Wein aus Toussaint. Teuer. Silberdraht, Perlen. Oh, es krabbelt überall, ne? Gekostet haben. Ein ausschweifendes Fest. Es gilt, den Gästen zu imponieren. Olgierts Frau hat Blumen gemocht. Angesichts der Verzierungen gehörte der hier wohl ihr. Und da hinten ist sowas. Weiß nicht, was ich da jetzt sehen haben soll, aber... Hä? Ja. Auf dem Bild haben sie gebrannt, aber das ist noch nicht alles. Mein Liebling, ist alles in Ordnung? Du siehst so blass aus. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Wie geht es euch denn? Ich bin so froh, euch zu sehen. Viecher, ja. Warum sind Großmama und Großpapa nicht da? Es ist eine lange, holprige Reise. Schlammig. Sie weigern sich immer noch, mich zu sehen, stimmt's? Und was ist das? Wir haben ein paar Sachen von Iris mitgebracht. Ihre Lieblingsbürste, ihre geliebte Puppe. Ah, und dies. Für dich. Banknoten. Wir haben deine Schulden abbezahlt und aufgekauft, damit der Ruf der Familie nicht leidet. Wie lieb von Mama und Papa an mich zu denken.
Olgier. Siehst du jetzt, wie er ist? Ich habe dich vor der Hochzeit gewarnt. Ein Grobian und Barbar, der sich mit Banditen abgibt, dass du dich nicht fürchtest mit diesem Gesindel unter einem Dach. Also folgen wir ihm. Boah, da kann doch bestimmt Land Dieser mit. Dieser Ort gefällt mir nicht. Das sag ich nicht. Also stimmt das. Schlafgemach. Das Handtuch hat Blutflecken. Der Docht ist fast weg. Bin mal eine Stunde im Bad. Ein Nachthemd. Offenbar nie getragen. Blutflecken. Jemand hat sich die Hände gewaschen und dann das Handtuch benutzt. Na, hat er sie geschlagen? Das stimmt wohl nicht. Also, das ist wahrscheinlich. Ja. Wie spät ist es? Oh, nee. Spät. Schlaf. Du warst wieder den ganzen Abend im Studierzimmer. Was hast du an den Händen? Nichts. Die sind nur etwas dreckig. Ist das Blut? Hast du dich verletzt? Tintenflecken. Ich habe Briefe geschrieben. Ich gehe bald nach Ochsenfurt. Vielleicht kommst du mit. Rote Tinte? Oh, das ist eine tolle Idee. Eine Reise wird uns beiden so gut tun. Dann ist es beschlossen. Lass uns schlafen. Ich bin erschöpft. Ich schlafe jetzt nicht. Kommt nicht in Frage. Komm, ich male dein Porträt fertig. Ach. Noch eine verschwommen. Ja, das jetzt hier ist nicht ganz so mein. Mein Ding. Sachen sammeln. So, da brauche ich wahrscheinlich das Komplette für. Frisch, wie eben erst gewaschen. Sie hat Olgierd gemalt, aber die Details stimmen nicht. Da fehlt das lesende Bild, muss aussehen wie das Gemälde. Hierhin. Okay. Ah, okay, war dann die Mitte, ne? Vielleicht hierhin. Wie wär's damit? Okay. Müsste passen. Das gehört hierhin. Witzig ist, ich habe auf dem Bild noch nicht meinen Apfel gesehen. Im Bild. Lächle ein bisschen netter. So? Du sollst lächeln, nicht die Zähne blecken. Nein, immer noch nicht. Lächle wie damals, als Papa mit der Heirat einverstanden war. Bitte. Hm? Es ist zwecklos. Ich sehe doch, dass etwas nicht stimmt. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Schon wieder? Olgierd, wir haben uns versprochen, dass wir keine Geheimnisse voreinander haben. Weißt du nicht mehr? Entschuldige, das will ich nicht besprechen. Olgierd.
Olgiert! Ist in ein Zimmer ins nächste. Sind wir bald mal fertig? Ja. Ein wirklich seltsames Haus. Geht das jetzt aber von Raum zu Raum? Ernsthaft? Meister von Everex Studierzimmer. Hier hat er sich in die arkanen Künste vertieft. Das Pentagramm soll beschworene Wesen binden. Aber die Linien sind verwischt. Ich brauche Kreide. Dann kann ich Kerzen aufstellen. Blutpakte über fremde Präsenzen. Ein Band über Verhandlungen mit Dämonen. Bienenwachskerzen. Ei. Die Tore der Mysterien. Zwischen den Welten. Die Bibliothek eines Okkultisten. Kreide, Blut. Für irgendeine Magie möchte ich wetten. So. Zeichne das bitte einmal zu Ende. Das müsste hinhauen. Jetzt die Kerzen. Und was ist hiermit? Kein Fünkchen. Okay, das war nicht richtig. Wie wär's damit? Nichts. Und so? Auch nicht. Nein, ich hab's verbockt, schätze ich. Mal so versuchen. Kaya, vielen lieben Dank für 100 Bits. Danke. Geh weg. Ich will allein sein. Diesmal nicht. Komm sofort raus. Lass mich zufrieden. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Ich wollte das mal testen. Und? Ist schwer? Ich habe das mir selber noch nie gemacht, deswegen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Eingerichtet, diese. Okay. Das ist gut. Aber hättest du doch nicht machen brauchen. Warum nicht? Das sind jetzt die 1, 2, 3. Ich will den Pakt beenden. Ich beschwöre dich. Verflucht. Feuer! Hier brennt schnell! Löscht die Flammen! Das habe ich nicht erwartet. Natürlich abgeschlossen. Abgeschlossen. Geschlossen. Okay. Du musst einen anderen Ausgang finden. Ja, ich weiß. Das wissen wir jetzt einfach, ja, stimmt. Schneesturm. Ich muss irgendwo Unterschlupf suchen. Kann ich einmal hier
Mission und einmal Charakter. Machen wir das einmal. So. Boah, also so ein bisschen geht mir das hier jetzt doch schon, ne, auf die Nerven. Mit Suche, finde, guck dir die Szene an. Oh. Hm. Der Ehevertrag von Iris und Olgierd. Mann. So hat er angefangen zu rauchen. Ein Bier humpen, aber es war Wodka drin, leer, bis auf den letzten Tropfen. Ja, ich auch nicht. Nicht ganz, die Erinnerung ist noch unvollständig. So hat er sich also die langen Winterabende vertrieben. Aber sowas ist doch echt nervig. Ferner wird vereinbart, dass Iris angemessener Respekt zu zollen ist, dass ihr Rat und ihre Forderungen zu berücksichtigen sind. Kommt zum Punkt, Vater. Meine Geduld geht zu Ende. Gern. Gemäß ihres Wunsch erkläre ich diese Ehe für null und nichtig. Du hast geschworen zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Ich habe meinen Schwur gehalten. Meinen Olgierd gibt es nicht mehr. So einfach ist es nicht, sein Wort zu brechen. Glaub mir. Du wirst hierbleiben. Für immer. Genug. Du erteilst uns keine Befehle. Du wirst... Vater! Vater! Nein! Dina! Nehmt den Kadaver und füttert die Tiere damit. Oh oh. Okay, keine Spinnen. Ich dachte gerade schon. Nee, aber sowas nervt echt. Also anfangs war es ja echt noch cool. Damals hat von Everek aufgehört, ein Mensch zu sein. Seine Frau hat er noch geliebt. Nein, er hat nur gewusst, dass er sie lieben sollte. Gehen wir nach oben. Boah, aber ich glaube, das wird doch eine ganze Weile so gehen, ne? Das Einzige, was cool ist, ist die Katze und der Hund. Das sind nur so, geben das keinen Spaß, ja. Und es geht halt eben gerade nur genauso. Hier jetzt nochmal. In Stille. Eine Platte. Wir gehen auf unsere Plätze. Wie damals. Den Westen. Eine große Tonschüssel. Eine Terrine. Wohl für Suppe. Krallenspuren. Miau. Eine süße kleine Katze. Na also. Miau. Gedeckt für eine Person. Sonst in der Gymstadt. Yep. Huch, da ist die Kamera. Ich glaube, sonst wäre ich auch schon eingeschlafen. Das war wohl deins. Tierhaare. Passt perfekt. Habt ihr aus diesen Schüsseln gefressen? Natürlich nicht. Ich sagte doch, wir sind keine Tiere. Er schlaf, Stream, why not? Er gibt's ja tatsächlich. Wie befohlen. Schlaf, Streams. Eine Monstrosität? Ich bat dich, das zu lassen. Diese beiden sind schon zwei zu viel. Hund und Katze leisten dir Gesellschaft. Yep. Dieser hier wird dich beschützen.
und sich ums Haus kümmern, egal was geschieht. Früher wollte ich wissen, was in dir vorgeht. Ich dachte, ich könnte dir vielleicht helfen. Jetzt ist mir einerlei, was du denkst oder fühlst. Ich fühle nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich dich noch hasse. Geh, Olgierd. Geh mir aus den Augen. Ja, guck da hinzu. Ja, scheinbar genug. Genauso wie bei diesen Pool-Streams. Gucken ja scheinbar auch genug Leute immer zu. Olgierd von Everweg hat nicht verstanden, dass wir ihn nie ersetzen würden können. Jetzt wirft sein Geist einen Schatten auf jede Erinnerung von Herrin Iris. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Oh Gott sei Dank. Was liegt dort? Iris von Everwegs größte Angst. Ich bin... Ah, da. Meine liebste Frau, ein Brief von Olgierd an Iris. Ah, das ergehen wir doch. Mit Worten doch nur so gewandt wie mit der Klinge. Vor allem jetzt, ich sehe, wie du mich anblickst, wie du dahin wählst. Ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht kann ich aufhören, dir zu schaden. Dieser Brief und die Rose sind mein Abschied. Möchtest du gesund werden? Ja, also ganz ehrlich, wenn ich mir sowas angucken müsste, dann wäre es auch echt mega langweilig. Aber es scheint Leute zu geben, die sich dafür interessieren. So leicht krank. Ne, ich sehe auch keinen Sinn dran. Aber alles ist möglich. Ich sehe auch keinen Sinn in Poolstreams. Dafür kann ich mir auf anderen Seiten was angucken. Ui. Gegner, für die ich Ewigkeiten brauche. Zombies, willkommen bei The Walking Dead. Ja. Autsch. So, zwischendurch naschen wir eine Olive, ne? Na, wie lange soll ich noch machen? Zart zu Liefchen, ja. Autsch. Danke. Dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Okay. Den haben wir.